Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WW2K16, meine Karriere. Wir machen heute ein Match gegen Daniel Bryan, aber ihr wisst, wie es laufen wird. Bis gleich. Gut, so viel zu diesem Match. Genau, was kommt bei SmackDown? Oh, Roman Reigns. Machen wir doch gerne. Roman Reigns. Es wurde ja auch schon ein bisschen gefragt, okay, was machst du bei Fastlane? Was für eine Fehde willst du holen? Ich kann so viel sagen, ich werde bei Fastlane keine Fehde machen, weil ich versuchen will, in der letzten Woche die Fehde mit dem Undertaker zu starten. So, dass es dann auf WrestleMania dann hinausläuft. Wenn das alles klappt, ich hoffe es. Wäre natürlich blöd, wenn das jetzt bei Fasten auf einmal endet, aber das geht nicht so schnell. Deswegen. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Und, yo, Roman Reigns. Wann sagt der einen Dropkick? Ja, und für den, manche haben mir auch gefragt, ob ich mit Roman Reigns eine Fehde mache. Ich habe schon eine Fehde mit ihm um den Titel gemacht. Und ich habe ihn eigentlich schon immer besiegt. Also es war ja nicht so wie bei Brian. Der hat mich ja in den Weeklies so oft mich besiegt. Da muss ja langsam mal eine Revenge kommen von mir. Und Roman Reigns hat mich so gut wie gar nicht besiegt. Also vielleicht ein, zwei Mal. Aber nicht so häufig, wie mich zum Beispiel Brian besiegt hat. Ja, ansonsten habe ich keine andere Fehde geplant. Ja, wie gesagt. Und dann gibt es halt so quasi... Okay, eine kleine Pause in Sachen Karriere. Es läuft jetzt schon sehr, sehr lange. Was nicht geplant war, wie ich schon mal erwähnt habe, es war nicht so geplant, dass ich so lange Karriere laufe. Lasse. Genau. Ist ja letztendlich passiert. Und ja. So. Oh. Jawohl, wunderbar. Wunderbarer 450. Wunderbarer 450. Oh. Oh. Oh, komm rein. Komm rein. Mit dem schönen Belly to Belly. Nein, nein. Na. Wollte ich einen schönen Moonsault zeigen? Nein. Das Spiel will nicht. So. Nee. Ich wollte keinen Pin zeigen. Roman Reigns. Da warst du clever. So. Okay.
Was für ein Punch. Oh. Oh. Ach, scheiße. Und wieder so ein Punch. Okay. Oh, schöner Tritt hier von Roman Reigns. So. Okay. Oh, was für ein Outside Dive. Ein perfekter Outside Dive. Ich habe, glaube ich, noch nie so perfekt gezeigt. Geil. Also, ohne jetzt als OMG-Moment, sondern einfach mal so. Habe ich selten gemacht. Aber geil. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. So. Er soll wieder in den Ring reinkommen. Ich warte mal auf ihn. So. Währenddessen bereiten wir uns ein bisschen vor. Ja, ja, der kommt eh wieder. Das hat man von ihm auch anders erwartet. Das tut weh, ne? Das tut weh. Das tut weh. Bam, F5. Und ein Tombstone kommt auch noch dazu. Ja, aber ich bin nicht sofort. So, genau, perfekt. So pinne ich ihn, genau. Das müsste es gewesen sein. 1, 2. Ja, wir haben Roman Reigns besiegt. So, damit braucht er auch kein Titelmatch von mir anzufragen. Genau. Post. Und 3 Sterne ist eine gute Matchbewertung. Wir hätten fast 3,5 geschafft. Aber mit 3 Sternen kann ich auch sehr gut leben. Ne, Johnny? John Boy Cena. Hustle. Loyalty. And respect. Ja, Russell, genau. Hustle, Loyalty, Respect are my heartbeat. I am here out of love. What the hell are you doing? What the hell are you doing here? Ja, genau. Versuchen wir ein bisschen die Promo von SmackDown vor ein paar Wochen mal wieder abzurufen. Naja, hat nicht ganz funktioniert, ne? Ja. Ich bin ja kein WWE-Worker, deswegen. Okay. Ein Match gegen It's Gotta Be Kane. Na gut. Wurde auch als vielen Vorschlag gemacht, aber gegen Corporate Kane habe ich keinen Bock. Da muss man sagen. Oh gut, ich würde mal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.